Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vlogmas geht weiter, heute ist Dienstag und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich dir diesen Spind hier. Ich habe vor einer Woche euch schon meinen Futterspind gezeigt. Solltest du das Video noch nicht gesehen haben, werde ich dir unten in die Infobox verlinken, dann kannst du gerne vorbeischauen. Auf jeden Fall, das ist hier mein Spind. Das Foto kennt ihr sicherlich alle schon. Ich liebe dieses Foto. Und hier habe ich jetzt meine Scootboots hingehängt. Ich finde, da sind sie perfekt aufgehängt bzw. aufbewahrt. Und diese Teile habe ich mir mal bei Tchibo gekauft. Habe ich drüben an meinem Futterspind auch noch eins für die Futterschale von Fauni. Hier fragen mich auch ganz viele immer zu diesen Hufschuhen. Kommt auf jeden Fall auch bald ein Video. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal hier rein. Den habe ich ja zusammen mit der Marina aufgeräumt und so schaut mittlerweile mein Schrank aus. Es ist auf jeden Fall ein Ticken ordentlicher wie davor und jetzt wollte ich euch einfach mal so ein paar Details zeigen, was ich alles hier drinnen habe und ich glaube, wir starten hier als allererstes auf der rechten Seite. Hier hängen alle meine Trensen, wie ihr sehen könnt. Hier habe ich auch noch ein Gebiss hängen, weil ich das in eine andere Trense noch einbauen möchte und hier habe ich auch noch ein super süßes Halfter von Waldhausen hängen, wie ihr sehen könnt. Und hier unten, diesen Eimer habe ich von der Marina bekommen. Da habe ich eigentlich meine Handschuhe drin. Wo die jetzt gerade sind, weiß ich nicht. Und auch hier ist eine Fliegenhaube drin. Da sind die super gut aufbewahrt. Aber Leute, ja, wo die Handschuhe sind, weiß ich jetzt allerdings nicht. Dann machen wir weiter hier unten mit dem unteren Teil. Hier habe ich ein paar Leckerlis. Und zwar sind das die von GoodieTube. Das sind die Karottenleckerlis. Da bekommt Fauni auch ab und zu welche. Sonst bekommt sie ja auch die von Eggersmann, die Kräuterbricks, also die Mineral. Leckerlis in Anführungszeichen. Fauni ist gerade beim Essen fertig, die muss ich jetzt gleich aufräumen. Das mache ich jetzt halt schnell und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Fauni schnell aufgeräumt und jetzt kann ich dir noch ganz kurz hier den Rest des Spindes zeigen. Hier habe ich meine wunderschöne Putzkiste von The Unicorns und da habe ich immer noch den Rabattcode 10% für euch, den werde ich dir hier einfach mal einblenden. Hier dahinter habe ich meine Schermaschine stehen, da habe ich ja die Fauni damit geschoren an der Brust, am Halsbereich und die ist echt super, die ist mit Akku, also man muss die nirgendwo irgendwie eine Steckdose dran machen und man kann super gut mit der scheren. Dann habe ich hier von Eggersmann das Derma Liquid. Hier habe ich noch meine Huffeile drauf liegen. Darunter sind noch ein paar Produkte drin, die ich nur ab und zu verwende. Dann habe ich hier zwei Gewürzregale, wie ihr sehen könnt. Die Gewürzregale sind von Ikea. Hier habe ich meine Keralit-Produkte, die Lorbeersalbe zum Beispiel, das Desinfektionsmittel, dann das Keralit, den Huffestiger. Dann habe ich hier einen Hufhärter. Dann habe ich hier die Maulbutter. Hier habe ich noch eine Schere. Ganz wichtig, ein Deo. Und hier habe ich ein bisschen Geld für das Solarium und hier habe ich ein paar weitere Pflegeprodukte. Soul Horse, das Hairspray bzw. das super gute Mähnen- und Schweifspray. Dann habe ich hier so ein paar Babytücher. Dann habe ich hier das Wurzelliquid, weil mir das hier hinten leer gegangen ist, das hier. Und da habe ich schon Nachschub quasi gekauft. Hier habe ich meinen Glücksbringer, den Theodor. Und ja, hier habe ich auch ein paar Pflegeprodukte, unter anderem von Effol, das Winterhufgel. Dahinter habe ich eine Hufsalbe, das ist die schwarze. Auch ganz viele fragen mich immer, wieso die Fauni so schwarze Hufe hat. Und zwar schaut die so aus, die ist richtig schwarz und deshalb hat dann die Fauni auch richtig schön schwarze Hufe. Dahinter könnt ihr die Tonerde sehen von Pharmacast Horse Fit Farm. Die habe ich ihr drauf getan, als sie jetzt vor ungefähr 3 Monaten wieder angefangen hat zu lahmen. Das hilft da echt richtig gut. Und da oben drüber habe ich auch nochmal einen Hufbalm mit Avocadoöl von Soul Horse. Hier mein Haarwurzelliquid, aber wie gesagt, da ist fast nichts mehr drin. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsprodukte von Effol. Habe ich euch auch in meinem Top-Pflegeprodukten-Video gezeigt. Und hier habe ich das Insektenschutzspray, was wir ja momentan nicht benötigen, zum Glück. Und hier habe ich den Nachfüller. Und dann habe ich hier noch das Filmpflaster von Effol, falls mal so kleine Wunden da sind. Und hier das Superstar Shine Spray. Hier daneben ist mein wunderschöner Uwex-Helm. Ich liebe den einfach, der ist so schön glitzerig. Dann habe ich hier ein paar Gamaschen. Das sind die aus der neuen Kollektion von Escadron. Und hier daneben habe ich die Glitzer Riders, die Gamaschen. Diese Glitzer-Gamaschen habe ich bei der Steffi gesehen und ich fand die so wunderschön. Zum Glück haben sie ihrem Pferd nicht gepasst, weil der Fauni passen sie
sie nämlich. Und die habe ich auch noch in Pink. Die sind nur gerade beim Waschen, weil die ziemlich schmutzig geworden sind. Und dann eine Etage tiefer haben wir nochmal Bandagen, wie ihr sehen könnt. Da habe ich verschiedene Farben von Eskadron. Hier habe ich nochmal einen Hygienewash. Das will ich eigentlich hier oben hinstellen, weiß auch nicht, warum das hier unten steht. Dann habe ich noch so pinke Bandagen. Hier habe ich Hufglocken. Und hier drunter habe ich hart Schalengamaschen und hier drüben habe ich meine Lieblingsgamaschen, und zwar sind es die von Back on Track. Die sind richtig toll. Da habe ich die fürs Vorder- und fürs Hinterbein. Und hier drüben hängt noch mein wunderschöner Kappzahn von Equizarm. Den habe ich, glaube ich, seitdem ich die Fauni habe. Also der hält ewig und den kann man auch bei 30 Grad waschen. Und dann haben wir hier auch noch meine Longe, wie ihr sehen könnt. Die habe ich auch schon, seit ich die Fauni habe. Muss auch mal wieder schön aufgewickelt werden. Hatte ich jetzt leider zu wenig Zeit dafür.